Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge 47.9, das Magazin rund um den Bodenseekreis. Heute mal aus dem wunderschönen Schloss in Tettnang und wir starten von diesem tollen Ort aus jetzt direkt in die Sendung und zwar mit diesen Themen. Bewegende Ausstellung, Porträts geflüchteter Frauen, außerdem beispielhaftes Bauen, Auszeichnungen für schöne Bauten und Veranstaltungen, das erwartet Sie im Frühjahr. Bilder und kurze Geschichten, die findet man im Friedrichshafener Landratsamt. Genauer gesagt Porträts geflüchteter Frauen und Mädchen. Die Menschenfotografin Lena Reiner hat im Jahr 2018 nämlich diese Mädchen und Frauen porträtiert und ihre einzigartigen Geschichten in Kurzform erzählt. Wir haben eine der geflüchteten Frauen und die Fotografin getroffen. Rama, ein 18-jähriges, mutiges Mädchen, das vor 3 Jahren aus Damaskus nach Deutschland gekommen ist. Und Lena Reiner, Menschenfotografin aus Leidenschaft. Sie porträtiert geflüchtete Mädchen und Frauen und erzählt das, was hinter den Frauen steckt. Generell sind die Geschichten natürlich sehr emotional. Es hat mit Flucht zu tun, mit Heimatverlust, wie komme ich an, mit ganz viel Unsicherheit, aber auch mit ganz, ganz viel Mut. Und speziell bei Ramas Geschichte stand für mich der Mut im Vordergrund, weil sie wirklich alleine aus ihrer Heimat los ist und nicht wie viele in einer größeren Gruppe oder mit der Familie. Und das fand ich extrem beeindruckend. Und das war eigentlich auch das, was so im Gespräch hängen geblieben ist. Und zwischen all dem ziemlich Traurigen, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs noch auf ihre Mutter gewartet hat und solche Sachen, war doch das Positive im Vordergrund. Lena und Rama haben sich auf einer Ausstellung kennengelernt. Sie waren sich direkt sympathisch. Also ich habe meine Geschichte erzählt und danach haben wir einen Ort gesucht und dann haben wir Fotos gemacht. Ich war aufgeregt, aber ich habe mich mutig so gefühlt, dass ich was mache, was ich will. Weil das habe ich mir immer gewünscht, dass ich mache. Die Flucht nach Deutschland hatte einige Hürden für Rama. Anfangs begleitete sie ihr Onkel, der ließ sie aber nach kurzer Zeit alleine zurück. Eine Zeit, die Rama wohl nie vergessen wird. Und trotzdem hat sie sich durchgekämpft, landete sogar für 2,5 Monate wegen eines fehlenden Visums in einem Gefängnis in der Slowakei. Mehrere Leute waren mit uns und jeder hat der andere geholfen. Und wir sind immer zusammengelaufen. Wenn jemand Essen hatte oder Wasser zum Trinken, dann hat er auch die anderen gegeben, nicht nur für sich selber. Aber danach, als mein Onkel mich verlassen hat, das war sehr schwierig, sehr schlimm für mich, weil ich habe nie gedacht, mein Onkel würde sowas machen mit mir. Und dann, die Leute aber haben mich gar nicht gelassen alleine. Und die haben mir geholfen, die waren mit mir zusammen und die haben für mich Essen gekauft, Wasser gekauft. Und Gefängnis, als ich im Gefängnis war, auch auf dem Weg, es war auch sehr schwierig, weil ich hatte niemanden von meiner Familie dabei. Ich hatte niemanden, dass ich stark werde mit ihm. Und es war für mich sehr schwierig. Ich hatte auch kein Geld, wegen mit meiner Mama zu reden, anzurufen. Und Deutschland? Rama fühlt sich sehr wohl, ist froh, dass sie hier Rechte hat und ohne Angst leben kann. Aber einige Dinge sind einfach anders als in ihrer Heimat. Wenn ich spazieren gehe oder so, es ist sehr wenig Leute. Also ich war in Damaskus gelebt, auch dort geboren. Und das ist ja eine große Stadt. Und da war wirklich viel zu viele Leute. Und das war ganz anders als hier. Zum Beispiel die Straßen hier. Also durchzugehen, da gibt es Ampel, ich muss warten. Aber in Syrien ist es ja nicht so. Ich laufe einfach durch. Ja. Trotz der vielen schönen Dinge in Deutschland vermisst Rama natürlich auch ihre Heimat. Ich hoffe für sie, dass sie tatsächlich ihren Traumberuf irgendwann erreichen kann und dass sie tatsächlich hier so ankommt wie die Frauen, die ich aus früheren Zeiten sozusagen kenne. Ich wünsche mir, dass ich immer stark bleibe und immer versuche, alles zu haben und alles für meine Mama und meine Brüder zu geben, was ich kann. Und wir wünschen Rama natürlich auch eine glückliche Zukunft und weiterhin viel Kraft und Mut.
Ja, ein wirklich sehr beeindruckendes und mutiges Mädchen. Und wir machen jetzt weiter mit den Kurznachrichten aus dem Bodenseekreis. Hier sind die aktuellen News für Sie. Es ist soweit. Der zweite Bauabschnitt am Landungsplatz in Überlingen wird in den nächsten Wochen fertig. Im letzten Jahr wurde bereits der erste Bauabschnitt zwischen der Galerie Fauler Pelz und dem Mantelhafen neu gestaltet. Der Oberflächenbelag wird mit Natursteinpflaster ersetzt und vereinheitlicht. Die Bepflanzung in den Beeten wird modernisiert, die Beleuchtung erneuert sowie mit WLAN ausgestattet und es wird neue rote Sitzbänke geben. Von der östlichen Uferpromenade setzt sich der Pflasterbelag aus Naturstein auf dem Landungsplatz fort. Der Platz soll offiziell am 23. April mit einem kleinen Fest fertiggestellt werden. Exakt ein Jahr vor der Landesgartenschau 2020. Ein wichtiger, aber nicht der letzte Spatenstich für die Landesgartenschau 2020 fand am 7. März in Überlingen statt. Die Stadt bekommt nämlich ein Glashaus für die wertvolle Kakteensammlung. Laut Oberbürgermeister Jan Zeitler wird das Pflanzenhaus in der Region ein einzigartiger Bau. Zwischen der Bodenseetherme und dem ehemaligen Haus des Gastes kommt auf eine Fläche von 750 Quadratmetern das gläserne Pflanzenhaus. Am 4. März 1989 ist das Schuhmuseum Friedrichshafen in der ehemaligen Villa Ries eröffnet worden. Damals das erste baden-württembergische Schulmuseum überhaupt. Seitdem erzählt das Haus auf 3 Etagen Schulgeschichte aus mehr als 1000 Jahren. 3 historische Klassenzimmer aus für die Entwicklung der Schule markanten Zeiten 1850, 1900 und 1930 vermitteln einen lebendigen Eindruck. Mit verschiedenen Sonderausstellungen zeigt das Museum nun auch immer wieder mal die moderne Seite der Schulzeit. Das Schulmuseum hat eine besondere Bedeutung für die Stadt. Der Gemeinderat von Friedrichshafen hat nun das Wort darüber, ob das Museum saniert und erweitert wird. Am 25. März fällt die Entscheidung. Unvergessliche Stunden für Kinder. Das bietet die sogenannte rollende Spielkiste mit dem neuen Namen Spielmäusle. Ein bunter Anhänger, der beim Spielehaus gemietet werden kann. Er ist mit vielen altbekannten und neuen Großspielen des Spielhauses beladen. Er kann mit einem PKW mit Anhängerkupplung gezogen werden. Das Spielmäusle kostet eine Gebühr von 50 Euro pro Ausleihe. Für alle Ausleihen muss zusätzlich eine Kaution von 50 Euro hinterlegt werden. Wer für den nächsten Kindergeburtstag eines der Angebote nutzen möchte, kann sich direkt an das Spielehaus wenden. Telefonisch unter 07541 386 729 oder per E-Mail unter spielehaus@friedrichshafen.de. Hier bei 47.9 geht es gleich mit einer Auszeichnung weiter. Um welches geht und wer sie gewonnen hat, das erfahren Sie nach einer ganz kurzen Pause. Herzlich willkommen zurück hier bei 47.9. Der Wettbewerb Beispielhaftes Bauen im Bodenseekreis hat 14 Preisträger hervorgebracht. Unter anderem sind 2 Objekte aus Tettnang ausgezeichnet worden. Hier geht es um herausragende Objekte, die auch in 50 oder 100 Jahren noch interessant sein könnten. Berücksichtigt wurden Objekte, die in den Jahren 2012 bis 2018 gebaut oder umgebaut wurden. Wir haben eins der ausgezeichneten Häuser hier in Tettnang mal genauer unter die Lupe genommen. Inzwischen ist das sogenannte Schmale Haus über die Tettnanger Stadtgrenze hinaus bekannt, entworfen von der örtlichen Architektin Andrea Rehm. Mit dem Wettbewerb Beispielhaftes Bauen verfolgt die Architektenkammer Baden-Württemberg ein bestimmtes Ziel. Damit will die Architektenkammer erreichen, dass der Blick auf die Architektur geworfen wird und eben die architektonische Umwelt, die wir haben, die gebaute Welt mit größerer Wertschätzung gegenüber der Architektur entsteht, geplant wird. Um sich für das Verfahren bewerben zu können, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das Wichtigste ist, dass die Bauherrschaft damit einverstanden ist. Man bewirbt sich also gemeinsam. Das Spezielle an dem 2015 erbauten Haus ist die Größe des Grundstücks. Es ist gut 15 Meter lang, aber nur 4,88 Meter breit bzw. schmal. Die besondere Herausforderung an die Architektin, ein möglichst kurzer Weg vom Hintereingang des gegenüberliegenden Gasthauses der Bauherrin in die eigenen 4 Wände. Aus dieser Aufgabenstellung heraus sind dann ganz viele Dinge zu bewältigen gewesen. Denn wie bekommt man in diese schmale Schlucht viel Licht? Wie bekommt man ein Familienleben organisiert über diese 4 Etagen? Wie ist es mit Zusammenleben, wie ist es mit Rückzug? Das waren alles so ganz spannende Themen, die bei diesem Entwurf jetzt ganz besonders betrachtet und gelöst werden musste.
In die schluchtartige Kubatur des Hauses sollte möglichst viel Licht hineinfließen. Die Lösung wurde in zwei hintereinander angeordneten Treppen gefunden. Durch diese architektonische Idee gelangt das Licht bis tief hinein in das minimalistisch gestaltete Gebäude. Das heißt, reduzierte Flächen, nicht viel Spielereien höchstens, wo man es nicht vermutet, dass zum Beispiel eine Tür aufgeht und dahinter irgendwie plötzlich auf der Dachterrasse zum Beispiel Musikanlage und Kaffeeautomat versteckt sind, das als Spielerei vielleicht, aber optisch einfach, dass viel Ruhe in dieses Ganze kommt, sodass diese Großzügigkeit dann auch gut erlebt wird. Die am Bau beteiligten Betriebe haben allesamt ihren Sitz im Bodenseekreis. Bauherrin Ulrike Schüle ist glücklich mit dem hochwertigen Ergebnis. Das Besondere an dem Haus ist, dass es perfekt für uns zugeschnitten ist. Wir fühlen uns unheimlich wohl. Wir arbeiten sehr viel, haben einen stressigen Beruf und ist für uns der perfekte Rückzugsbereich, hier in dem Haus zu wohnen, zu leben. Und dieses Haus ist auch perfekt für die Familie zugeschnitten. Einen Lieblingsplatz hat Ulrike Schüle in ihrem Eigenheim auch schon gefunden. Auf der Terrasse im obersten Stockwerk kann sie bei einer Tasse Kaffee einfach mal abschalten und Entspannung in vollen Zügen genießen. Im Bodenseekreis ist natürlich auch jetzt im Frühjahr wieder einiges los. Hier sind die Veranstaltungen zusammengefasst, die Sie in nächster Zeit auf gar keinen Fall verpassen sollten. Wer war Salvador Dalí wirklich? Womit schockierte er seine Umwelt? Fragen über Fragen, auf die es auch noch einmal in diesem Jahr in der Ausstellung in Überlingen in der Städtischen Galerie Antworten und Erklärungsversuche gibt. In Wort und Bild. Rund 400 Exponate, Originale, Skulpturen, Künstlergrafiken, Fotografien, Objekte, Kleidung und Dokumente werfen einen neuen Blick auf das Schaffen und den Lebenskünstler Dalí. Mit dieser Ausstellung, die vom 16. März bis 6. Oktober zu sehen ist, erhält auch Überlingen zum wiederholten Mal ein Dalí-Museum auf Zeit. Das Museum hat in dieser Zeit immer von Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Und außerdem samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 17 Uhr. Die Jahresausstellung im Städtischen Museum präsentiert die 100-jährige Kinogeschichte in Überlingen, zeigt Exponate der Kinotechnik, Fotos und großartige Kinoplakate des Grafikers Alfred Eckhardt, der die letzten Jahre seines Lebens in der Stadt verbrachte. Der Ausstellungsleiter Hans-Jörg Straub nimmt sie bei seinen Führungen kenntnisreich mit auf eine spannende Zeitreise rund um das Thema Kino in Überlingen. Vom 7. April bis zum 20. Oktober 2019 haben Sie 7 Sonntage von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen. Weitere Termine finden Sie auf überlingen-bodensee.de. Der Eintritt liegt bei 8 Euro inklusive einer Führung. Und wir bleiben direkt nochmal bei dem Ausnahmekünstler Dalí. Um ihn dreht sich nämlich unser heutiges Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es ein Buch über Salvador Dalí. Sie müssen einfach nur die folgende Frage richtig beantworten. In welchem Jahr starb Dalí? Schicken Sie einfach eine E-Mail mit der richtigen Antwort an die unten eingeblendete Adresse gewinnspiel@regio-tv.de. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Glück dabei. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Wenn Sie die einzelnen Beiträge nochmal sehen möchten, dann besuchen Sie auch gerne unseren YouTube-Kanal unter 47.9 der Bodenseekreis. Die nächste Folge mit den neuesten Meldungen aus dem Bodenseekreis gibt es dann im April. Bis dahin, alles Gute für Sie. Tschüss.